Hallo, willkommen zurück in Grillschankis Hardware-Ecke. Heute wird umgebaut. Und zwar das Rockstrix B55F Mainboard kommt raus. Und dafür kommt das neue Rock Crosshair 8 Dark Hero rein. Ja, warum? Ganz einfach. Das hat einen Dynamic OC Switcher, heißt, ich kann den Prozessor übertakten und gleichzeitig bleibt der Boost-Takt erhalten. Dann hat es noch ein paar andere Features, wo ich unbedingt wollte, und tja, das war der Hauptgrund. Das ist auch ein geiles Mainboard, findet Weiterverwendung dann im Schatzi-Rechner, den ich dann als nächstes neu aufbaue. Ja. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich eben für das neue Mainboard entschieden habe. Jetzt gucken wir noch das alte Mainboard ganz kurz im Betrieb an. Warum im Betrieb? Na, ich lade noch das letzte Video hoch und dann können wir schon mit dem ersten Schritt am neuen Board anfangen. Attacke! Soweit soll ja alles da drin gleich bleiben. Nochmal ein Speicher dazu, die SSD kommt raus, kommt in anderen Rechner rein, die Wasserkühlung bleibt, die ganzen Kabel bleiben, müssen bloß etwas umgelegt werden aufs neue Mainboard und dann, ja, soll es soweit gut sein. Also, ich lade jetzt das Video fertig hoch und dann kommt die Kiste auf den Tisch und wird umgebaut. Jetzt stellt sich die Frage, wenn das andere Mainboard noch im Rechner ist, der Rechner im Betrieb, mit was können wir anfangen? Ganz klar mit meiner neuen MVME Festplatte, die 89 Pro von Samsung. Das ist jetzt wirklich eine PCI Express vierfach. Das wird dann meine Systemfestplatte und ja, ich würde mal sagen, die baue ich jetzt hier ein. Und lasst das Video einfach mitlaufen. Hier sind noch diese Adapterstücke mitgeliefert, wenn eine MVME etwas kürzer ist, kann man die noch reinschrauben, war aber hier nicht nötig. Hier die Folie abziehen, die muss ich jetzt aufheben, die brauche ich dann für das andere Board. Hä? Nee, Schmarrn. Die Schraube brauche ich ja gar nicht da hinten. Das wird mit der Schraube festgezogen und fixiert. Ist ja noch besser. Sapperlot. Die Folien ziehen wir nachher alle zum Schluss ab. Oh, Heiligsblechli, ich hab ganz vergessen, was das für ein Monster ist. So, hinten mache ich jetzt noch nicht auf. Das mache ich dann später. Weil das eine Kabel muss ich auf alle Fälle durchziehen. So. Ja, eins nach dem anderen. Dann fange ich mal Stück für Stück mit der Demontage an. Meine gute Rockstrix 2070. Super OC. Immer noch ein gutes Teil. Und ich sehe es nicht ein, dass ich mir momentan zu überteuerten Preisen was kaufe. Ja, und jetzt geht es eben Stück für Stück hier weiter. Machen wir erstmal die Kabelbänder auf. Das wird hier auch etwas anders gelegt dann. Dann werden wir jetzt erst einmal hier diese
die Wärmeleitpaste runterwischen, runterputzen, von der CPU runterputzen. Ja, das mache ich jetzt erstmal. Als nächstes schraube ich jetzt die Halter für die Wasserkühlung raus und setze die dann gleich im neuen Mainboard ein, inklusive der CPU. Machen wir die andere gleich auf und die CPU. Der Ryzen 9950X. Beim CPU einsetzen auf die Markierungen achten, nicht, dass es sonst Probleme gibt und ihr eine CPU zerstört. So. Die Halter sind identisch mit denen vom B450, sprich, die schraube ich gleich aufs andere Mainboard, wo sie dann auch benötigt werden. So, natürlich noch festziehen und das mache ich jetzt mit den anderen auch. Soweit okay. Alles schön fest. Dann nehmen wir die zweite NVMe in Angriff. Jetzt bin ich gespannt, wie gut das Wärmeleitpad hebt. Ja, geht sogar. Geht sogar. Auf der hier ist ja das Betriebssystem drauf. Das wird nachher einfach auf die andere rüber geklont. Und bei der kleineren, etwas kleineren Festplatte brauchen wir jetzt eben diesen Pinöppel. Der wird draufgeschraubt und da wird dann die Festplatte verschraubt. Wäre an und für sich auch ein PCI Express Vierfach. Aber ich kaufe da jetzt nicht nochmal eine Vierfach-Festplatte. Eine NVMe. Weil die hier reicht für das dann vollkommen aus. Da werden dann meine Filme immer abgespeichert und ja, bearbeitet. So, dann ziehen wir hier die Folie runter. Die Folie klebe ich jetzt auf den anderen drauf. So, dann kann man die wieder festschrauben. Und dann wäre das auch schon abgeschlossen. Stopfen wir gleich noch die Speicherriegel mit rein. Und ich probiere es jetzt gleich aus, von Haus aus mit allen Vieren. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Und immer richtig ordentlich die Arbeitsspeicher reindrücken, bis sie wirklich hundertprozentig eingerastet sind. Ja, ansonsten gibt es Probleme. So, den Lüfter werde ich kurz lösen, weil dann kriege ich das Mainboard auf alle Fälle leichter rein und raus. Dann werde ich sämtliche Lüfterkabel noch abstecken. Das Lüfterkabel muss ich nachher fürs neue Mainboard noch hier rüberlegen. Sollte ja auch kein großes Problem sein und die anderen können so halbwegs bleiben. Die einzelnen Pins für vorne Frontanschluss lege ich dann auf diesen Adapter gleich. Dann kann ich das ganz gemütlich ein- und ausstecken. Ja, und dann schraube ich gleich das Mainboard raus und setze das neue ein und spätestens dann hole ich euch wieder hinzu. Und wie gesagt, das Mainboard kommt dann statt dem 370 Taichi in den Rechner von meinem Schatz. Rein mit dem neuen Luder. Festschrauben, drin ist es. So Leute, die Stecker habe ich jetzt doch direkt aufs Mainboard drauf gesteckt. Warum?
Dieser Adapter ist ja schön und gut, aber der wird mir erstens zu weit aufbauen und zum anderen haben hier drauf die Stecker nicht gehalten. Die sind einfach nur so runtergeflutscht. Weg mit dem Ding. Schöne Idee, schlecht umgesetzt. Gut, jetzt habe ich hier noch meine zwei Lüfterkabel. Das eine kann ich hier anstecken und das andere da hinten. Sprich, ich muss jetzt erstmal schauen, wo die fest sind, dass ich das dann unten durchziehen kann und hier hinten mit, ja, raus und da dran. Wir wollen ja hier drin keine Unordnung schaffen. Der Rest ist alles soweit dran. Das Kabel muss ich eben auch noch von der Rückseite suchen und durchziehen, dass ich den USB-C-Anschluss vorne nutzen kann. Ja. Und dann haben wir hier jetzt den zweiten RGB-Anschluss. Habe ich jetzt aber ja eh alles zusammengeschlossen. Und darum habe ich noch meinen letzten LED-Stripe rausgezogen. Den werde ich hier irgendwo unten drin befestigen. Oder bloß einmal neilegen und anstecken, um ganz einfach zu gucken, ob das funktioniert, ob man mit dem Original zwei Zonen dann steuern kann. Naja, für die untere habe ich ja eh das Teil eingebaut, das bleibt doch so weit drin. Oh, gut. Machen wir den Pumpheader, wie er so schön heißt, den Pumpenkopf, wieder auf die CPU drauf. Wie gesagt, ich habe hier die Thermalwide-Paste und warum nehme ich hierfür jetzt kein Flüssigmetall? Ganz einfach, ich traue mir einfach nicht. Da bin ich nicht der Richtige dafür, für Flüssigmetall. Ich mache das lieber auf die herkömmliche Weise. Schmier hier mein Bart drauf und fertig. Das ist aber ganz schön zäh. Was ist denn das für eine Pampe? Also das ist ja wohl völliger Scheiß. Ja, ist die Scheiße schon ausgetrocknet oder was? Ich glaub's ja gar nicht. Da verstreicht man so ein bisschen, da zieht es wieder ab. Ne. Das plump wandert so, wie es ist, in die Tonne. Das ist ja mal ein richtiger Dreck. Hundert Jahre gelagert oder was? War zu lange unterwegs. Ja, wahrscheinlich kommt aus China. Ne, Dreck. Weg damit. War zäh wie ausgetrocknete Karosseriedichtmasse. Nee, nicht wirklich nehme ich diesen Scheiß. Dann nehme ich auch wie beim letzten Mal die MX2 von Arctic. Und werde mich ja mal noch umgucken. Wahrscheinlich dann doch irgend so eine Kyronaut oder so. Oder wie das Zeug heißt. Das sieht schon wesentlich besser aus. Hast du jetzt wieder 10 Euro weggeschmissen? 12. Ja, und den Rest wird es dann schon außen ausdrucken. Da bin ich mir sehr sicher. Dann setzen wir den auf. Zu den Verschrauben. Aber wie gesagt, ich hole mir dann noch eine andere Wärmeleitpaste, die definitiv mehr Wärmeleitwirkung wie als die MX2 hat. Und dann mache ich das Ganze noch einmal. Der kommt hier oben dran. Ajo, All-in-One-Wasserkühlung. Fertig. Ja. Dann werde ich hier jetzt wieder Kabelbinder anbringen, dass das sauber drin liegen bleibt. Dann noch meine RGB-Beleuchtung einbauen. Und dann sind wir hier auch soweit durch. Muss ich halt nur gucken, dass das schön sauber drin liegt, dass mir das auch gefällt. Und dann mache ich jetzt noch die Kabel von hinten
und dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Tja Leute, hier hinten geht es schon sehr eng zu. Ich habe es geschafft, ich habe das Kabel gefunden. Ja, und jetzt hoffe ich, dass die Glasplatte, der Glasdeckel wieder ordentlich drauf geht, ohne dass die Kabel zu viel Druck ausüben. Ja, und dann wären wir von hinten auch schon wieder fertig. Bis auf die Grafikkarte wäre jetzt alles drin. Den Stripe habe ich hier jetzt einfach mal festgemacht und hier auf den zweiten Header drauf. Und gucken wir mal, ob wir das separat steuern können oder ob ich mir noch was anderes überlege oder ob ich gar nichts mache. Und jetzt kommt noch das Allergeilste überhaupt. Oh Leute, Leute, oh, die Folie runter. Der letzte Folienstreifen. Ja. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze jetzt die Grafikkarte ein. Dann wische ich das ganze Ding noch ein klein bisschen raus. Ein bisschen staubig ist es. Ja. Und dann probiere ich die ganze Kiste aus. Und wenn sie einwandfrei läuft, hole ich euch hinzu, weil das Geschrei tue ich euch jetzt nicht an, wenn es irgendwelche Probleme gibt. So Leute, das war's. Ich stelle jetzt runter, tun anstecken, BIOS etc. pp. Die neueste BIOS-Version habe ich auch schon runtergezogen. Eventuell gleich noch BIOS updaten und. Und dann zeige ich euch das ganze Gebilde, wenn er läuft. Tö. Also Leute, das System würde laufen, aber nicht mit 4 Speicherriegeln. Dasselbe Problem habe ich mit dem alten Mainboard ja auch schon gehabt, dass er immer nur 2 Speicherriegel gefressen hat, die mit 4400 MHz gelaufen sind. Sobald auf die anderen 2 Steckplätze noch die Speicherriegel dazukommen, geht er runter auf 2666 MHz und dazu habe ich mir nicht diese teuren Riegel gekauft. Sprich, ich schaue jetzt, dass ich die Speicherriegel wieder zurückgeben kann. Ja, und hole mir definitiv langsamere, nämlich welche mit 4000 MHz. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ich möchte doch noch definitiv 64, nein, bin ich doof. Ich bin schon so durcheinander, Leute. Gigahertz, Megahertz, ich war, ja, oh Mann. Oh. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich ins Bett komme. Ich möchte doch definitiv 64 GB haben an Arbeitsspeicher, aber das funktioniert nicht mit den 4400 MHz Kit. Auf dem alten Mainboard nicht und auf dem neuen auch nicht. Ich habe da ja schon regen Kontakt auch mit Kruschel selber gehabt und selbst die können mir nicht weiterhelfen. Naja, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, dass ich die umtauschen kann. Ja, da recherchiert mal einer gerade und naja, schauen wir mal. Tja Leute, und was seht ihr? Keine beleuchteten Speicherriegel mehr. Liegt daran, dass ich wieder die 3000 MHz Speicher reingesteckt habe und die anderen komplett zurücksenden kann. Juhu! Neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt hier unten die 79er Evo nochmal gezogen gehabt und wieder reingesteckt, wieder verschraubt. Jetzt kommt die Abdeckung drauf und dann hoffe ich, dass er es vielleicht jetzt erkennt, dass er nicht richtig drin war. Möglich ist es ja. Ja, und wie gesagt, die Arbeitsspeicher sind jetzt die 3000er momentan drin. Da habe ich Recherchen angestellt. Ja, und da habe ich ein klein bisschen was noch rausgefunden. Das sage ich euch dann nachher. Dann würde ich mal sagen, Fehler eindeutig gefunden. Die M2 nochmal gezogen, reingesteckt, neu verschraubt
und passt. Ja. Leute, während ich hier an meinem Rechner bin, schaut mein Schatz hier irgendwie sowas mit Promi-Backen an. Und die hat gerade gesagt, wenn ich 100.000 Abonnenten habe, kriege ich eine Grillschanki-Torte. Ja, wie ich erreiche nie 100.000 Abonnenten. Ach, Menno. Naja, dann mache ich halt an meinem Computer weiter. Durch das neue Mainboard muss ich natürlich auch wieder Windows neu aktivieren. Hat er nicht gefressen. Naja, machen wir halt erst einmal die ganzen Updates. Jetzt startet er ja schon neu. Weil beim letzten Mal hatte ich dann auch die aktuellen Updates drauf und dann hat das gefressen, die Neuinstallation. Nein, die Aktivierung. Also, solltet ihr mal Windows eine Hardwareänderung gehabt haben und die Aktivierung nicht gleich funktionieren, Updates und dann sollte das funktionieren. Klicken wir mal hier auf Aktivieren. Diese Windows-Kopie wurde aktiviert. Wunderbar, ich kann weitermachen an meinem Rechner. Nanu. Ja, jetzt passt wieder alles. Wunderbar. Hier noch kurz die Daten mit dem B550F Mainboard. Ja, ihr seht es, die CPU Multicore 9821. Da hatte ich aber auch schon 9847, ja, gerade wie er Lust hat. Und im Single Core 617. Und jetzt gucken wir, was es mit dem Dark Hero bringt. Hier jetzt die Ergebnisse mit dem Dark Hero. Schauen wir uns aber jetzt nochmal den Rechner an. Na, was machst denn du hier? Hallo, du taube Katze. So sieht er jetzt aus. Mit der Beleuchtung werde ich mich vielleicht doch irgendwann noch mal mit den Amori Crate oder wie das Ding heißt auseinandersetzen. Aber da habe ich momentan einfach keinen Nerv und keine Zeit dazu. Tja, und wie gesagt, mit den Speichern, ich habe da ein bisschen recherchiert. Je höher die Speicher sind, desto seltener wurden die mit 4 RAM-Bänken getestet in dieser Speichertestliste direkt bei Asus. Beim 3200er, 3600er sind sehr, sehr viele drin, wo mit 4 Bänken laufen, und beim 4000 MHz RAM ist nur noch ein einziger drin. Das ist aber kein Kuschel, aber ich gehe das Risiko dann ein. Bestellen wir 4000er. Entweder laufen dann alle 4 Bänke mit 4000 MHz oder ja, die Hälfte vom Speicher kommt dann in Schatzi-Rechner rein. Und dann bleibe ich einfach bei 32 GB, weil dann ist mir es auch schon wurscht. Das ist dann der letzte Versuch. Und naja, ab 4000 aufwärts eben sind dann immer nur 2 Speicher drin. Also, ja, maximal 4000 MHz, wenn man eine Vollbestückung will. Aber wie gesagt, ich werde es noch ausprobieren, werde euch auf dem Laufenden halten. Und ja, das war's dann. Ah ja. Ob das jetzt wieder sinnvoll war oder nicht, das Mainboard, sei dahingestellt. Ich wollte es unbedingt haben. Ich habe es durchgezogen. Die Übertakterei werde ich ganz in Ruhe machen. Wahrscheinlich auch erst, wenn der neue Speicher da ist. Und da mache ich dann nochmal ein klitzekleines Video dazu. Ja, und ansonsten ist dann eigentlich soweit Ruhe mit dem Rechner. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Jetzt muss ich mal wieder gucken, was wir weitermachen. Okay, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.